Wir haben uns auf den überfüllten Straßen zwischen den Ruinen des Dorfes Oppau durchgedrängt, um endlich zu sehen, was von dem nun weltbekannten Oppauer Werk noch übrig geblieben ist. Der erste Blick auf das jüngst noch so glänzende Werk entfaltet allerdings ein trostloses Bild vor unseren Augen. Von den drei mächtigen Schornsteinen der Kesselhäuser ist der mittlere gänzlich verschwunden. Die Katastrophe am Morgen des 21. September 1921 war für die Zeitgenossen kaum zu fassen. Je näher sie dem Unglücksort kamen, dem Werk Oppau der badischen Anilin- und Sodafabrik, desto deutlicher wurden die Zerstörungen. Auch die Gemeinde Oppau war verwüstet. Grund war eine verheerende Explosion in einem Düngemittelsilo, in dem große Mengen Ammonsulfatsalpeter eingelagert waren. Die Eindrücke, die wir gerade gehört haben, sind in der BASF-Werkzeitung überliefert worden. Von den beiden anderen Silos stehen nur noch die halbgeborstenen Längsmauern mit leeren Fensterhöhlen. Dazwischen liegt ein Gewirr von Mauerresten, Eisenträgern und Maschinenteilen. Die Säurebehälter der Schwefelsäurekonzentration stehen da wie Blechbüchsen von Riesenhand zerdrückt. Wenn wir uns an das Unglück in Oppau erinnern, müssen wir uns gedanklich in das Jahr 1921 zurückversetzen. Das war eine sehr unruhige Zeit. Der Erste Weltkrieg lag gerade erst 3 Jahre zurück und die noch junge Weimarer Republik kämpfte mit sozialen Spannungen, innenpolitischen Konflikten und wirtschaftlicher Not. Zudem musste Deutschland hohe Reparationszahlungen an die Alliierten leisten. Die gesamte Pfalz gehörte damals zu Bayern und stand seit Kriegsende unter französischer Besatzung. Im BASF-Werk Oppau ging im Jahr 1913 die erste Ammoniak-Syntheseanlage der Welt in Betrieb. Gleichzeitig begann die industrielle Düngemittelproduktion. Das damals angewandte Haber-Bosch-Verfahren hat bis heute den größten Anteil an der Stickstoffproduktion weltweit. Für die damalige Zeit also ein Meilenstein, um die landwirtschaftlichen Erträge zu erhöhen. Im Ersten Weltkrieg aber erlangte Ammoniak als Vorprodukt eine ganz andere Bedeutung. Es wurde für die Sprengstoffindustrie benötigt. Nach Kriegsende konnte sich das Werk wieder auf die Produktion von Düngemitteln konzentrieren. Zum Zeitpunkt der Explosion 1921 stammten etwa 80% der deutschen Stickstoffproduktion aus den BASF-Werken Oppau und Merseburg. Die Explosion von 1921 war das bis zu diesem Zeitpunkt größte Industrieunglück. Das kann man daran sehen, dass bis Frankfurt und Heidelberg größere Schäden entstanden und dass der Knall der Explosion über mehrere hundert Kilometer weit zu hören war. Hauptbetroffen waren das Werk selbst und der angrenzende Ort Oppau. Der war seit 1913 durch die Ansiedlung des Werks sehr reich geworden und erlebte nun seine größte Heimsuchung. Insgesamt gab es etwa 560 Tote und 2000 zum großen Teil auch Schwerverletzte. Unmittelbar nach der Katastrophe hat eine große Hilfsaktion eingesetzt. Man hat mit der Bergung der Toten begonnen, Freiwillige aus dem Werk, aus dem Dorf und von jenseits. Es gab kein Vorbild für eine vergleichbare Rettungsaktion. Und auch die französische Besatzungsmacht hat ihre Kräfte zur Verfügung gestellt, etwa Ordnungskräfte oder zur Speisung der Obdachlosen. Das hat zeitenweise die Atmosphäre, die sehr gespannt war, zwischen Besiegten und Siegern deutlich verbessert. Wir bei BASF Corporate History bewahren die wichtigsten Dokumente und Zeugnisse der BASF-Geschichte auf. Wir werten sie aus, wir stellen sie auch für wissenschaftlichen Forschung zur Verfügung und nutzen sie zur Beantwortung von Anfragen. Gleichzeitig sind sie natürlich auch Grundlage für unsere Kommunikation zu wichtigen historischen Ereignissen. So auch zum Explosionsunglück von Oppau. Auch dazu haben wir eine ganze Reihe von Dokumenten im Archiv.
Das sind zum Beispiel Werkzeitungen, Korrespondenzen, Augenzeugenberichte oder historische Fotos. Diese Überlieferung hilft uns heute, die Ursachen und den damaligen Unfallhergang besser zu verstehen, auch wenn die Überlieferungen an einigen Stellen voneinander abweichen. Das Ausmaß der Zerstörung durch die Explosion kann man auf dieser Luftaufnahme sehr gut erkennen. An der Stelle, an der ehemals das Düngemittelsilo Oppau 110 gestanden hat, klafft ein riesiger Krater. Dieser Krater hatte gewaltige Ausmaße. Er war 165 Meter lang, 96 Meter breit und 18,5 Meter tief. Man sieht auch, dass er sich hier mit Grundwasser schon gefüllt hat. Die Erschütterung, die diese Explosion ausgelöst hat, war so stark, dass sie im über 300 Kilometer weit entfernten München in der Erdbebenwarte registriert wurde. Das große Ausmaß der Zerstörungen, was auch auf dem Luftbild deutlich geworden ist, zeigt, dass es für die eingesetzten Untersuchungskommissionen sehr schwierig gewesen ist, die Unglücksursachen zu ermitteln. Es gingen wilde Spekulationen durch die Presse, was denn die Ursache des Unglücks sein könnte. Die ausländische Presse mutmaßte eher darüber, es könnte mit der Herstellung illegalerweise von Sprengstoff oder Giftgas zusammenhängen. Die inländische Presse vermutete eher einen Zusammenhang mit dem Prämien- und Akkordsystem für die Arbeiter. Heute können wir durch Quellen aus den 1920er Jahren Thesen aufstellen, wie es zu der Explosion kommen konnte. Das Ausmaß der Zerstörung machte es unmöglich, einen endgültigen Beleg für die Ursache zu finden. Wir können jedoch schlussfolgern, dass die Umstellung auf ein neues Produktionsverfahren ausschlaggebend war. Als nach dieser Umstellung die damals üblichen Lockerungssprengungen weiter durchgeführt wurden, kam es zur Explosion. Der Dünger, der 1921 explodierte, besteht aus den beiden Komponenten Ammoniumsulfat und Ammoniumnitrat im Verhältnis 1:1. Im Gegensatz zum ungefährlichen Ammoniumsulfat ist Ammoniumnitrat unter bestimmten Bedingungen explosionsfähig. Aus umfangreichen Versuchen wusste man, dass der Dünger selbst nicht explodieren kann, wenn das Verhältnis 1:1 der beiden Komponenten eingehalten wird. Bei diesen Versuchen wurde der Dünger unter verschiedenen Bedingungen der Einwirkung von Initialzündern ausgesetzt. Da Düngemittel ein saisonales Produkt ist, aber die Produktion das ganze Jahr läuft, mussten große Mengen eingelagert werden. Während der Lagerung backte das Düngemittel derart zusammen, dass es steinhart wurde und gelockert werden musste, um es transportfähig zu machen. Dies geschah mit Lockerungssprengungen, bei denen kleine Sprengkapseln in Bohrlöcher platziert und gezündet wurden. Da der Dünger nicht explosionsfähig ist, wurden diese Sprengungen als sicher angesehen. Bis zum Zeitpunkt der Explosion waren rund 20.000 solcher Lockerungssprengungen problemlos durchgeführt worden. Es gab ja damals noch nicht so die Fernsehreihen und die Fernsehabende. Und da hat im Sprengmeister seine Frau, die Oma, abends hier und da also mal so eine Geschichte erzählt. Angehörige, die einen Mitarbeiter als Verlust melden konnten, die waren aufgeregt, die wollten dann wissen, wer da schuld ist. Und das hat sich dann rumgesprochen, der Humpe, der hat da im Aschandidorf, BSF, haben die ganze Familie gewohnt und dann haben die das herausgefunden, wo die Adresse ist. Da hat es einige gegeben, die sich rächen wollten und die Familie lynchen. Das Wort lynchen war wirklich im Sprachgebrauch in dieser Zeit. Der Werkschutz hat die Familie beschützt und hat sie dann in die Gartenstadt gebracht. Die Frage, ob es dort irgendein schuldhaftes Versagen gegeben hat, das würde ich jetzt aus heutiger Sicht verneinen, weil einfach der Stand der Technik und der Stand der Kenntnis einfach noch nicht weit genug war. Es war eigentlich niemand da, der mir da so richtig Auskunft geben konnte. Und so hat mich das, mein Leben lang hat mich das beschäftigt.
Aus heutiger Sicht sind wesentliche Elemente der Unglücksursache bekannt. Durch die Einführung des Sprühtrocknungsverfahrens bei der Produktion veränderten sich einerseits die physikalischen Eigenschaften des Ammonsulfatsalpeters. Zudem bildete sich an einigen Stellen im Silo ein staubförmiger Produktschnee mit deutlich erhöhtem Nitratanteil. Beide Faktoren, die geänderten physikalischen Eigenschaften und der erhöhte Nitratanteil, führten zu einer größeren Explosionsneigung bei Einwirkung einer Initialzündung. Sehr wahrscheinlich ist, dass dieser Produktschnee durch die Lockerungssprengung zur Explosion gebracht wurde. Auch damals schloss man rasch auf diesen Auslöser des Unglücks, sodass Lockerungssprengungen bei Düngesalzen verboten wurden. Auch andere Aspekte, wie die sichere Lagerung von ammoniumnitrathaltigen Düngemitteln und der Umgang mit ihnen, unterliegen mittlerweile klaren Regularien, um Unglücke wie damals zu verhindern. Die Zeitgenossen versuchten, das Unglück in Oppau 1921 zu verstehen und einzuordnen. In einem Augenblick hatten Hunderte ihr Leben, ihre Gesundheit und ihr Zuhause verloren. Es überrascht heute vielleicht, dass bei der großen Trauerfeier für die Explosionsopfer wenige Tage später nicht nur von Verlust, sondern gleich auch von Wiederaufbau und einer als Verpflichtung empfundenen Fortsetzung der Arbeit die Rede war. Diese Einstellung ist ein besonderes Merkmal dieser Zeit. Viele betrachteten die Explosion damals als einen Rückschlag im andauernden Kampf des Menschen gegen die Natur. So auch der damalige BASF-Vorstandsvorsitzende Dr. Karl Bosch, der die folgenden Worte an die Trauergäste richtete. Kein Kunstfehler und keine Unterlassungssünde hat die Katastrophe herbeigeführt. Neue, uns auch jetzt noch unerklärliche Eigenschaften der Natur haben all unserer Bemühungen gespottet. Gerade der Stoff, der bestimmt war, Millionen unseres Vaterlandes Nahrung zu schaffen und Leben zu bringen, den wir seit Jahren hergestellt und versandt haben, hat sich plötzlich als grimmiger Feind erwiesen, aus Ursachen, die wir nicht kennen. Zum Trauerzug am 25. September 1921 strömten tausende Menschen nach Ludwigshafen. Das Unglück fand nicht nur wegen der Zahl der Opfer deutschlandweit Beachtung. Durch die Zerstörung des Werkes fehlte eine der wichtigsten Produktionsstätten für Düngemittel. Der Besuch des Reichspräsidenten Friedrich Ebert bei der Trauerfeier zeigt die Wahrnehmung als gesamtdeutsche Katastrophe. Seine Teilnahme war ein bemerkenswerter politischer Moment. Es war Eberts erster und einziger Besuch in der französisch besetzten Pfalz. Und er traf hier auf den Abgesandten der Rheinland-Kommission, General de Metz, der dem Reichspräsidenten kondolierte. Quasi schon am Abend des Explosionstages begannen die ersten Sach- und Geldspenden einzugehen. Zu deren Verteilung und Benutzung gründeten die Reichsregierung den Reichshilfsausschuss Oppau und die bayerische Regierung das Hilfswerk Oppau. Die BASF übernahm zunächst nur die Versorgung ihrer Werksangehörigen bzw. deren Hinterbliebenen. Das Hilfswerk kümmerte sich um die Versorgung der Nicht-Werksangehörigen. Letztendlich muss man aber sagen, dass die BASF sowohl den Wiederaufbau Oppaus als auch die allermeisten Entschädigungen und dauernden Unterstützungen für die Hinterbliebenen und Betroffenen voll finanziert hat. Und im Januar 1924 war dann auch der Wiederaufbau von Oppau mit völlig neuen architektonischen Konzepten abgeschlossen. P500 steht, in dem Bereich befand sich das Lager Oppau 110, das explodiert ist. Das Explosionsunglück hat die Stickstoffindustrie nachhaltig geprägt, denn es hatte natürlich Folgen für die Sicherheitsstandards bei BASF und weltweit. Das Ausmaß der Katastrophe ist auch 100 Jahre danach nur schwer fassbar und macht uns auch heute noch betroffen.
Historiker und Experten verschiedener Fachrichtungen interessieren sich bis in die Gegenwart für das Unglück und beleuchten es immer wieder aus unterschiedlichen Blickwinkeln. Bei BASF ist das Gedenken an die Opfer der Katastrophe bis heute wachgehalten worden. Mit Gedenkfeiern, Kranzniederlegungen und durch das Erinnern in Wort und Schrift haben wir über 100 Jahre hinweg insbesondere zu den Jahrestagen der Opfer gedacht. Wir bei BASF Corporate History wollen dabei durch Information und Diskussion einen Beitrag zur lebendigen Erinnerung leisten. Unser Archiv ist ein Ort der Erinnerung und wird dies auch für künftige Generationen sein.